Hi all und ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Play mit Shapiro. Ja, diesmal auf der Karte Oman und auch diesmal mit meinem Assault. Ja, auch wenn ich ein bisschen spät dazu gekommen bin, aber auch die XM8, das Sturmgewehr des Assaults, ist nicht ganz an mir vorbeigegangen. Und ich habe jetzt gedacht, ich probiere die Waffe mal aus und spiele sie eigentlich jetzt momentan auch sehr mit Freude. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mit der Waffe gut zurechtkomme, weil ich ja schon mit solchen Waffen wie der AK-416, mit der Carbine oder auch mit der G3 ganz gute Abschüsse erzielt habe. Das heißt, wenn man Waffen mit einem etwas erhöhten Recoil gewöhnt ist und da auch auf Single Burst setzt, dann kommt man mit der XM8 eigentlich auch ganz gut klar. Jo, das Level 22 ist ein bisschen hoch und ich muss auch sagen, man erwartet ja eher bei so hochleveligen Waffen, dass sie doch dann etwas bessere Recoil-Verhaltenswerte hat. Aber sie bockt doch ein bisschen hin und her. Aber wie gesagt, man kann das ganz gut ausgleichen. Jo, hier am Anfang bin ich mal mit dem Kampfheli unterwegs und habe die Runde damit gestartet. Den feindlichen Kampfheli, da habe ich irgendwie nur komisch abstürzen sehen. Dafür habe ich mir jetzt den Panzer hier gegriffen. Jo, und da habe ich gedacht, da drehe ich mal noch eine Runde. Da unten bei B sehe ich einen, der da rüberkommt. Da habe ich mir gedacht, da gucke ich doch nochmal. Da habe ich aber schon tierisch einen verpasst gekriegt. Den einen da unten kriege ich noch. Da bin ich von der Igler bei D angeschossen worden. Den habe ich sogar noch erwischt. Und jetzt war ich so ein bisschen ratlos. Was mache ich? Schieße ich auf den da? Nein, bei 84 Leben geht es zurück zum Carrier. Und wir wollen ein wenig reparieren. Und womit ich jetzt auf keinen Fall gerechnet habe, dass bei A schon ABC steht. Zu kurz geschossen, nur zwei Treffer. Der APC hat mich natürlich gleich erwischt. Nun gut, glücklicherweise bin ich natürlich bei A wieder gespawnt. Der APC steht da noch rum. Der kriegt jetzt ein kleines Geschenk in Form eines C4-Päckchens und das hat sich dann für ihn auch geledigt. Jo, so wie man sehen kann, haben wir eigentlich schon drei Flaggen. Das heißt, nur die D-Flagge ist vom Gegner okkupiert. Und da habe ich mir jetzt mal überlegt, da gucke ich mal, dass ich ein bisschen weiter hinten bleibe und nicht diesmal ganz so voll vorne mitmische. Ja, hier habe ich mir jetzt mal überlegt, gucke ich, ob da nicht irgendwelche bösen Buben von D nach B rüberkommen. Da oben sehe ich auch schon einen. Ah, da habe ich ein bisschen zu hoch vorgehalten. Den treffe ich leider nicht. Da ist er hinter einem Stein. Gut, dann lade ich jetzt einfach mal gerade nach und werfe mal den Satzscan an. Und da ist der eine Bube. Den habe ich jetzt auch umgenatzt gekriegt. Da läuft noch einer von meinen Mates. Jetzt schaue ich mir das nochmal hier etwas in Ruhe an. Da oben kommt einer angelaufen. Den kriege ich auch. Ich lade jetzt nach. Und das ist eine gute Gelegenheit, um euch die Waffe, denke ich mal, vorzustellen nach diesen zwei Kills. Weil der auch in der Ecke hatte keine Chance. Okay, dann zum Commentary. Das HK XM8. Die XM8 ist ein Sturmgewehr von der Firma Heckler & Koch auf Basis des G36. Das XM8 wurde entwickelt, nachdem das OICW-Programm in drei Teile aufgespalten wurde und lief anfangs unter der Bezeichnung OICW Increment. Aufgrund von politischen Bedenken der Projektverantwortlichen wurde das Gewehr allerdings nicht beschafft. Folglich wurde der UICW-Vertrag modifiziert und Heckler & Koch mit der Entwicklung einer Waffenfamilie im Kaliber 5,56x45mm beauftragt. Die Familie sollte aus einem Sturmgewehr, einer Kompaktsturmgewehr und einem leichten Maschinengewehr und einem Gruppenscharfschützengewehr bestehen. Heckler & Koch verwendete das G36C als Entwicklungsbasis mit der flachen Picatinny-Schiene auf der Waffe und einem Visier am hinteren Ende. Der Vorderschaft wurde auf allen vier Seiten mit Aluminium-Montageschienen ausgerüstet. Das Sturmgewehr besaß einen längeren Lauf, vergleichbar mit dem G36K, welcher durch die Gehäuseverlängerung teilweise abgedeckt wurde. Die Schulterstütze des G36 wurde übernommen und alternativ eine ausziehbare Variante konstruiert. Unter dem Lauf konnte ein HK-AG36 montiert werden. Obwohl die Waffe weniger als 120 Tage nach Vertragsänderung fertiggestellt wurde und sie die Anforderungen der US Army vollumfänglich erfüllte, wurde sie von den Verantwortlichen James A. Moran mit der Begründung abgelehnt, dass sie zu sehr nach dem deutschen G36 aussehe. Einen kleinen Einblick in das Potenzial der XM8 bzw. G36-Familie gewährte ein Vergleichstest zwischen der XM8, dem HK-416, der FN SCA und der Colt M4, der Ende 2007 von der US Army veranstaltet wurde. Dabei wurden mit 10 Waffen eines jeden Typs unter schwersten Wüstenbedingungen, der sogenannte Heavy Dust Test, mit 60.000 Schuss abgefeuert. Während das M4 882 Mal versagte, schnitt
HK416 und FN-SCAR mit 233 bzw. 226 Ladehemmung wesentlich besser ab. Das HK-XM8 erzielte mit nur 127 Ladehemmung das beste Ergebnis. Die Army erklärte darauf hin, dass die extremen Bedingungen nicht die Zuverlässigkeit in typischen Operationsgebieten widerspiegeln würden. Damit dann zum Ingame-Customize der XM8. Was habe ich drauf? Einmal den Präzisionslauf, um die Kugelgeschwindigkeit zu erhöhen, damit ich nicht so weit vorhalten muss, gerade für Mid- bis Long-Range. Dann die Wiper-Mags, die mir zusätzliche Kugeln ins Magazin packen und auch den Schaden erhöhen auf Mid- und Long-Range. Dann habe ich noch drauf den taktischen Schaft, damit die im ADS halt nicht so am Hüpfen ist. Und weil ich halt hier ein bisschen mehr auf Mid- bis Long-Range spiele, das M145. Genug zum Customize und damit zurück zum Spiel. Jo, hier wollte ich jetzt hoch, da steht ein Medic, dem habe ich regelrecht die Hand weggeschossen. Oben bei D gab es auch noch einen, den ich umgeklatscht habe. Jetzt wird erstmal nachgeladen und auch das Leben wieder aufgefüllt. Und da habe ich mir gedacht, da gehe ich nochmal rechts rum und guck mal, was es da gibt. Ah, der Satzscan sagt, vielleicht sollte ich doch mal lieber etwas zurücklaufen, weil da Richtung C habe ich noch zwei böse Buben gesehen. Ui, da werde ich von hinten angeschossen. Den einen, den ich auf dem Satzscan gesehen habe, den habe ich gerade mal weggepustet. Wahrscheinlich. Und ja, da kommt der andere angelaufen. Der wird auch mit der 93R verarztet. Und jetzt habe ich gesehen, da oben saß auch noch einer, der sich da ein bisschen rumgekämmt hat. Den haben wir auch mit der XM8 gekriegt. So, hier werfen wir jetzt uns nochmal ein bisschen Muni hin. Gucken mal, was da oben ist. Da habe ich nochmal einen angefragt gekriegt. Ein anderer meiner Teammates war da dann halt der Glückliche. Jetzt habe ich mich entschlossen, ihm hier werde ich auch mal ein bisschen Muni zuwerfen und werde mich gerade mal wieder ein bisschen hochhalten. Da ist ein böser Panzer, den wir mal gerade getraced haben, dass der Ingi den auch trifft. Dann tracen wir nochmal, weil zweimal hält besser. Da sehen wir schon LPC, der zur Tankstelle kommt. Einer, der da rumguffelt. Gut, hier sieht man es ganz gut. Wenn man anfängt, Fehlschüsse zu landen, und dann weiterschießt, dann fängt die XM8 durch die Deviation doch wirklich an, sehr auseinander zu gehen. Das heißt, der Bullet Spread wird höher. Da hätte ich von Anfang an besser treffen müssen. Oder hätte einfach mal just anderthalb Sekunden warten müssen, bis sich der Bullet Spread setzt. Da renne ich jetzt dem ABC hinterher, weil ich gedacht habe, was am Anfang geklappt hat, könnte vielleicht nochmal klappen. Ui, hier kriege ich einen verpasst. Spritzen und jetzt habe ich schon wieder einen verpasst gekriegt. Er schießt immer noch auf mich, aber wird gerade von einem Kollegen mit C4 gesprengt. So, dann packen wir uns mal hier ein bisschen Munition hin, heilen uns mal gerade wieder hoch, gucken mal auf dem Satzscan, in welche Richtung das geht. Jo, also alles ist irgendwo bei D, da habe ich gesehen, da müsste gleich einer bei der Mauer vorbeikommen. Da gucken wir mal gerade, jo, da kommt er auch an. Dem geben wir jetzt auch einen mit. Und es ist immer auf diese Midrange, sind es meistens 3 bis 4 Buddies und man hat ihn auf jeden Fall. Also von daher kann man über den Schaden dieser Waffe mit den Viper Mags nicht meckern. Da oben bei der TOW habe ich einen gesehen. Den habe ich jetzt schon dreimal angefragt gekriegt. Der rennt aber weg. Jetzt habe ich mir überlegt, Menschenskinder, der wird doch da oben irgendwo noch sein. Da kriege ich ihn wieder gespottet. Jetzt hängt er schon wieder an der TOW. Ein Schuss und noch einen. Und da habe ich ihn auch gekriegt. Das war mal gerade so lustig. Wahrscheinlich 80 Meter. Aber dadurch, dass er ja an der TOW gesessen hat, wird das leider nicht angezeigt. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen zurückgezogen, weil ich gedacht habe, ich werde in diesem Gameplay ein bisschen mehr, wie ich am Anfang schon sagte, von hinten machen. Ergo, ich halte mich ein bisschen im Hintergrund und werde nicht zu D auf jeden Fall vorrennen. Oh, hier geguckt, da haben wir im Garten keinen gesehen. Jetzt ist aber der rausgekommen, der eben auf dem Satzscan zu sehen war. Den habe ich gekriegt. Irgendwer anders hat jetzt auf mich geschossen. Böser Bube. Da gehen wir in Deckung. Gucken mal, wo könnte jetzt besagte Person sein. Da sehe ich nichts. Gespottet gibt es genug. Jetzt habe ich gedacht, naja, gucken wir mal von ein bisschen höher, ob wir da irgendwie was sehen, treffen oder so. Na, bei der Igler ist einer. Den kriegen wir auch angeschossen. Da sehe ich jetzt einen runterlaufenden Hügel. Ah, der ist irgendwo bei der Mauer. Da oben ist auch noch einer, den habe ich gekriegt. Naja gut, die Nade war jetzt ein bisschen sinnfrei. Und was ich mir jetzt dabei gedacht habe, kann ich definitiv nicht sagen. Sniper, den habe ich angeschossen gekriegt. Und irgendwie hat hier echt mein Gehirn mal gerade versagt, weil das war eine total dumme Situation. Der Sniper wird sich gefreut haben. Aber wie man sieht, einer meiner Teammates hat den Sniper auch damit aus dem Rennen genommen. Jo, jetzt spawne ich oben bei D an der Igler. Da sehe ich schon einen Gegner kommen.
mit einer MG3. Den habe ich erwischt. So, dann wollen wir hier unten nochmal gerade umflaggen, weil irgendwie durch ein Spawn, durch meine Teammates, bin ich jetzt ja doch irgendwo bei D unten reingekommen. Ah, und da sieht man, das hat sich gleich wieder gerecht. Ich bin halt nicht so dieser Nahkampffrickel und da ziehe ich meistens auch öfter den Kürzeren. Gut, wieder bei D, diesmal im Nebenraum gespawnt. Da gucke ich mir das mal an. Was habe ich denn da gesehen? Einen bösen, bösen ABC. Hier hinten ist jetzt, da läuft einer meiner Teammates. Und was kommt da angelaufen? Ein Gegner, der hat die 93R zu schmecken gekriegt. Und da gucken wir. Und yo, der ABC steht da immer noch. Da habe ich mir gedacht, da werde ich mich jetzt mal gerade ranschleichen und den werde ich mit C4 verarzten. Der Satzscan sagt, soweit ist irgendwie alles frei hier. Das heißt, ich kann mich von hinten an den mal ranschleichen. Und dann werde ich mal versuchen, ihm ein kleines Geschenk im Radkasten zu hinterlassen. So wie ich das gerade sehe, hat er das auch nicht mitgekriegt, weil er mit was anderem beschäftigt ist. Ah, das C4 hat leider nicht ganz an der Karre geklebt. Von daher hat sich viel was gebracht. Ui, da ist einer mit dem Panzer. Jetzt hängt er da oben an der MG. Na, da gebe ich ihm mal 3 dran. Natürlich hat es nicht gereicht. Er kämmt sich jetzt da oben ein fest. Jetzt versucht ihn da rauszuschießen. Und wird gleich natürlich von einem als Roadkill umgeflext. Nun, da auf diesem Server, das kann man sehen, wie man will, aber es ist nun mal eine der Regeln, Vehicle Noobing, also sprich Roadkill oder einfach nur an den MGs rumhängen, ist halt die Regel, das wird hier nicht gerne gesehen und deswegen hat der Typ auch jetzt einen 24-Stunden-Bann bekommen. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal, was hier so zu löten ist. Da kommt noch ein Gas angefahren. Ey, da werde ich von der Seite angeschossen. Wo ist er? Da hinten, der macht sich vom Acker. Und, naja, ich habe keine Chance mehr gehabt, ihn zu kriegen. Aber die Runde ist gewonnen. Und ich würde mal sagen, schauen wir mal auf den Statscreen. Das sieht ganz gut aus. Macht eine 5,25 als KV. Da kann man mit zufrieden sein. Ich hoffe, dieses kleine Gameplay mit der XM8 hat euch gefallen. Und wenn ihr das mögt, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, abonniert mich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.